Liebe Kryptonauten, am 16.10. ist die große Crypto Rockstars Cruise und ihr werdet mit uns über den Rhein schippern können und euch dabei ganz viel connecten können und natürlich ganz viel lernen können. Es werden diverse Speaker da sein und es wird ganz viele Stände geben. Einen von diesen Ständen werden wir verlosen und zwar genau für die Firma, für die ihr abstimmen werdet. Ich habe also mit 4 Firmen telefoniert, die Telefonate kommen jetzt und anschließend kommt in der App eine Abstimmung. Ihr bestimmt in der App, welche von diesen 4 Firmen sich dort vorstellen darf, wo ihr also noch mehr darüber erfahren könnt. Hier kommt also eine von diesen Firmen. Bitte in der App anschließend darüber abstimmen, welche ihr am coolsten findet und ihr unbedingt sehen wollt. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Kryptonauten. Kia ora. Ich bin heute nicht allein. Ich habe Besuch. Der Daud ist da. Und ich möchte Daud vorstellen, beziehungsweise Daud, sag doch mal kurz, wer du bist. Warum habe ich dich hier eingeladen? Was gibt's Cooles zu berichten? Ja, schönen guten Morgen erstmal und vielen Dank für die Einladung. Und ich bin der Daud von License Rocks. Und wir bei License Rocks, und deshalb hast du mich wahrscheinlich eingeladen, beschäftigen uns mit dezentralen Technologien. Und haben da die Prämisse, dass wir sagen, dezentrale Technologien sind super gut geeignet, um Lizenzierung für digitale und auch physische Produkte abzubilden. Das hört sich super interessant an. Erzähl uns doch mal bitte näher darüber, was genau bietet ihr an? Also wir haben eine NFT-White-Label-Solution oder Produkt-Suite gebaut. Entschuldigung, wenn ich da direkt einhake. Erzähl uns doch direkt konkret, was das ist für Leute, die gar nicht wissen, was ist White Label? White Label heißt, du hast eine eigene Marke und du möchtest jetzt mit deiner Marke irgendwie ein Produkt nutzen, was genauso aussieht, als wäre es von deiner Marke. Dann kannst du dein Logo draufpacken, irgendwie deinen eigenen Font und deine Corporate Identity irgendwie damit verknüpfen und der Kunde von dir denkt dann, das ist dein Produkt und nicht von einem anderen Hersteller. Wer ist denn konkret eure Zielgruppe jetzt? Wen sprecht ihr alles an? Also wir haben ganz viele Interviews geführt und wir sind bei Musik und bei Künstlern gelandet, gucken uns aber auch so ein bisschen Sport an und wollen zu den Brands hin, also zu den Markenherstellern. Die Markenhersteller gucken sich aber vornehmlich dann irgendwie, auch gerade wenn man an Influencer-Marketing oder überhaupt an Marketing denkt, schauen sich immer Künstler an, mit denen sie zusammenarbeiten können, Musiker oder Sportler oder andere Celebrities. Und das wäre genau die Zielgruppe, die wir vorher irgendwie abfrühstücken wollen, irgendwie ein bisschen Insights daraus kriegen können, wie diese Märkte funktionieren, damit wir mit Brands und denen zusammen in einer Kollaboration dann an verschiedenen NFT-Projekten arbeiten können. Cool, cool, cool. Und wenn ihr jetzt sowas baut, benutzt ihr dann Infrastruktur, die uns allen zugänglich ist oder die wir schon kennen? Baut ihr das auf Ethereum-Blockchain oder wo baut ihr das technisch gesehen? Ja, also wir haben ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert und wir kommen von der Ethereum-Welt, sind jetzt aber bei Polygon gelandet, weil wir glauben, so ein NFT muss ja auch nicht immer Tausende von Euros kosten, sondern NFT, also wenn man jetzt an Musik-NFT denkt, dann darf das auch mal 10, 20 Euro kosten. Aber wenn man dann an die Gas-Fees denkt, die bei Ethereum derzeit vorherrschen, dann muss man ja irgendwie das Ganze anders lösen und da haben wir uns jetzt für Polygon entschieden. Das ist eine Sidechain-Lösung. Ich würde sagen, mit die etablierteste im Ethereum-Ökosystem. Also von daher bin ich da guter Dinge, dass wir das Richtige gewählt haben. Was ist denn der Vorteil von Polygon, wenn du jetzt sagst, Ethereum-Main-Chain, würdest du relativ viele Gas-Fees bezahlen? Da bezahlt man jetzt weniger. Gibt es noch weitere Vorteile? Die für euch wichtig ist? Also für uns war der wichtigste Aspekt war jetzt irgendwie, dass wir die Gas-Fees irgendwie runterkriegen und auch Sachen anbieten können, die sonst mit diesen hohen Gas-Fees nicht gegangen wären. Und wir haben einfach nur geschaut irgendwie, wer ist da draußen, der einen besonders guten Service anbietet und nicht nur auf der Marketingseite irgendwie gut ist und schon etwas länger
dabei ist. Und das war halt Polygon. Aber ansonsten hat eine Sidechain natürlich auch Nachteile. Also du musst ja irgendwie die Tokens jetzt von der Mainchain auf die Sidechain kriegen und wieder zurück. Oder du lebst halt nur auf dieser Sidechain und sie ist halt nicht ganz so dezentral. Dann das andere große Thema, was wir hatten, wenn wir mit Künstlern geredet haben, da ging es immer um den Impact auf die Umwelt irgendwie, was eine Transaktion irgendwie bedeuten würde auf der Ethereum Mainchain. Und das ist bei Polygon, liegt das bei 1% der Energiekosten von Ethereum. Und das war dann auch ein Argument, was wir gegenüber Künstlern vornehmlich irgendwie anbringen konnten, die sonst gesagt haben, die würden keine NFTs minten. Habt ihr da gemerkt, dass das auch für die jetzt gerade so zentral ist? In der Presse sieht man es ja ganz häufig, da taucht es auf, im Fernsehen, in den Zeitungen oder was auch immer. Interessiert das die Künstler groß? Ist das ein Thema bei denen? Achso, die Künstler interessiert das groß, ja, aber Polygon hatte das nicht so auf dem Schirm, weil da Ah. musste ich ein bisschen nachbohren irgendwie, bis ich die Zahl kriege. Und dem war das gar nicht so bewusst, dass das irgendwie so ein großes Thema hier ist. Aber ich habe das irgendwie mitbekommen, weil sich verschiedene Layer One Solutions irgendwie als Green oder Clean NFT Solutions positioniert haben. Vielleicht, weil es deren einziger USP war, wenn man böse sein möchte. Aber Okay. trotzdem fand ich das ein bisschen komisch, irgendwie, dass die jetzt alle irgendwie, weil die Proof of Stake hatten, irgendwie dann das rausgeholt haben als Argument, warum man auf die auch bauen sollte. Und habe ich gedacht, das geht auch im Ethereum-Ökosystem, aber man muss halt eine Sidechain dann dafür einsetzen. Was für ein Token habt ihr denn da drunter und was ist das Besondere da dran? Also wir haben derzeit noch keinen eigenen Token, also keinen nativen Token, aber Entschuldigung, ich wollte eigentlich auf den besonderen Token-Standard hinaus. Das war jetzt falsch formuliert von mir. Erzähl mir was dazu bitte, weil das, glaube ich, hier in unserer Zielgruppe noch nicht so sehr bekannt ist. Deswegen erzähl uns das mal bitte. Wir haben uns den ERC 1155 irgendwie rausgesucht und das Besondere daran ist, dass man halt im Vergleich zum ganz normalen ERC 721 irgendwie auch ERC 20 Tokens, also Fungible Tokens und Non-Fungible Tokens, irgendwie mit diesem Contract irgendwie minten kann. Und das heißt, man würde einmal nur diesen Contract irgendwie deployen und kann dann spannende Sachen irgendwie damit machen. Und wir hatten uns überlegt, wir haben es in der Form noch nicht umgesetzt, aber wir fanden halt immer spannend irgendwie, wie man zum Beispiel aus einem NFT jetzt irgendwie mehrere ERC oder mehrere Bruchteileigentümer machen kann. Also also ein NFT unterteilen wieder in ganz viele ERC20 Tokens, also dieses Fractional NFT. Und vielleicht könnte, ja, andersherum haben wir es noch nicht überlegt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Use Case für gibt, dass man ganz Also, viele Tokens hat und dann ein NFT, aber wir, ja. lass uns das mal kurz ganz anschaulich machen. Früher war ja die digitale Welt, haben wir einen Riesenvorteil gehabt, dass wir alles unendlich häufig publizieren konnten. Wir haben eine CD gehabt und konnten die mit unseren CD-Brennern in den 90ern irgendwie veröffentlichen ohne Ende und haben da gar keine Einschränkungen gehabt. Wir kennen, dass wir Word-Dokumente über E-Mail oder sonst wo teilen können und es gibt da gar keine Beschränkung. Also unendlich reproduzierbar. Aber beim NFT geht es ja genau darum, dass wir die Einzigartigkeit beweisen können. Und auf diesem Token-Standard, so habe ich das jetzt verstanden, geht es darum, dass wir beides vereinen können. Wir können entweder die Schiene fahren, was Einzigartiges zu machen, oder wir können das sozusagen ganz häufig reproduzierbar machen. Ja, das ist richtig, aber ich finde die Kombination von beiden noch viel spannender. Also ich finde, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast jetzt etwas, was ziemlich viel wert ist, ein Kunstwerk, lass uns sagen, und das ist halt, das Kunstwerk wird durch ein NFT repräsentiert. Und dann fängst du an, irgendwie zu sagen, naja, dieses Kunstwerk, das zerbreche ich jetzt in 1000 verschiedene Kunstwerkschnipsel und jeder Schnipsel ist dann irgendwie ein Fungible Token wieder. Dann kann ich dieses Kunstwerk, obwohl es so teuer ist, irgendwie mehreren Leuten irgendwie zugänglich machen. Und solche Sachen kann man mit einem Kunstwerk machen, das könnte man jetzt aber auch mit einer Immobilie machen oder mit einem Auto, egal was irgendwie so ein bisschen mehr kostet. Und dann hat man immer die Möglichkeit, irgendwie Teile dieses Eigentums zu erwerben. Und das finde ich sehr spannend. Also, das ist so ein bisschen Demokratisierung.
des Investments, und man gibt auch den kleinen Investor die Möglichkeit, irgendwie an Sachen zu partizipieren, die er sich sonst eigentlich hätte nicht leisten können. Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesending. Und ich habe ja noch eine Besonderheit bei euch herausgefunden, dass ihr eben für diese kleinen Leute oder vielleicht nicht die Tech-Nerds überhaupt noch eine andere Möglichkeit bietet, um überhaupt bei euch hinzukommen. Also ich kann natürlich mit meiner MetaMask-Wallet irgendwie die Produkte bedienen und die ganz normal sichern auf meinem Hardware-Wallet und so weiter und so fort. Jetzt bin ich aber technisch noch gar nicht so weit und kann vielleicht gar nicht MetaMask bedienen, habe das vielleicht noch nicht gehört. Wie kann ich denn dann bei euch Kunde werden? Habt ihr noch was Cooles auf den Markt gebracht? Ja, also das ist mit einem Partnerunternehmen von uns. Also wir selber haben das nicht erfunden. Die schimpfen sich Magic Link, und das ist, du nimmst deine Mailadresse, du trägst dich bei uns an, registrierst dich mit deiner Mailadresse, dann wird geschaut irgendwie, ob du schon eine Wallet hast. Wenn nicht, wird im Hintergrund einfach eine Wallet angelegt. Und diese Wallet, die angelegt wird, für den User ist die überhaupt gar nicht wirklich sichtbar, und der Private Key liegt auch encrypted auf einer Hardware, so dass der Service Provider, der das anbietet, irgendwie nicht drauf zugreifen kann. Wir aber auch nicht. Also dementsprechend ist es auch besonders sicher für den User selber, der keine Ahnung davon hat, irgendwie was im Hintergrund überhaupt passiert und sich nicht erst Browser-Plugin installieren muss, zu irgendeiner Crypto-Exchange hingehen muss, sich einmal über den KYC-Prozess hinwegsetzen muss und sich dann irgendwie ein bisschen Krypto kauft, was er dann irgendwohin transferiert, damit er das Ganze wahrscheinlich gegen unsere nativen Coins dann eintauschen würde, um unsere Lösung zu nutzen. Also da haben wir uns gedacht, wenn wir das so aufsetzen, dann werden wir nie einen Kunden finden. Und dementsprechend haben wir gesagt, es gibt auch da draußen noch ganz viele Leute, die sich nicht so gut mit Krypto auskennen, und die wollen wir auch ansprechen. Ja, mega gut. Ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel, um auch in diesem Markt, der im Moment total boomt, aber über die nächsten Jahre natürlich einen großen Zulauf braucht, um irgendwie halt noch weiter wachsen zu können, einfach einfache Lösungen anbieten zu können, die technische Hürden niedrig legen. Das finde ich einfach einen sehr coolen Ansatz. Ja. Was gibt es noch Besonderes bei euch? Möchtest du noch irgendwas von euch in den Vordergrund stellen? Ihr habt ja sehr viel schon im Angebot, aber vielleicht nochmal so zwei, drei Punkte, die bei euch total wichtig sind. Also wir haben neben diesen Mails haben wir ja ganz großen Wert irgendwie immer auf die UX gelegt. Aber bezüglich UX muss man ja auch überlegen, irgendwie, wie bezahlen Leute dann. Das heißt, wir haben Kreditkartenzahlungen irgendwie ganz früh schon irgendwie mit implementiert. Weil ansonsten hätten wir von dem, was ich gerade erzählt habe, hätten wir ja trotzdem noch immer den Need gehabt, dass wir irgendwie irgendwo das Krypto herkriegen, damit wir dafür bezahlen können, um eine Kreditkarte. Soll ja der eine oder andere haben. Zudem haben wir auch uns Gedanken darüber gemacht, irgendwie, wenn wir jetzt an diese Vision denken, dass Brands mit verschiedenen Künstlern oder Musikern, Sportlern oder Celebrities arbeiten, dann muss es ja irgendwie eine Form geben, wie der Umsatz eines NFTs irgendwie entsprechend aufgeteilt wird. Also haben wir uns überlegt, dass wir unendlich viele Splits fahren können pro NFT mit verschiedenen Parteien, und das wird immer ausgelöst, sobald das NFT dann verkauft wird. Das ist auch noch eine Besonderheit, die es bei uns gibt. Und zudem legen wir ganz großen Fokus irgendwie darauf, dass wir möglichst rechtssicher sind. Das ist ein bisschen schwierig, weil es gibt das eine oder andere Gesetz ja noch nicht, aber wir bereiten uns darauf vor, weil wir wissen ja, dass sich zum einen die BaFin darum kümmert, zum anderen, wenn wir im Musikbereich sind, dass zum Beispiel die GEMA auch großes Interesse hat, irgendwie das eine oder andere dann von diesen Musik-NFTs abzubekommen. Und das ist alles bei uns schon irgendwie mit implementiert. Wir haben auch zusätzlich zu den On-Chain-Lösungen haben wir auch Möglichkeiten, irgendwie Verträge bei einem NFT mit hinzuzupacken, dass man spezielle NFT-Ausrichtungen, die vielleicht ein bisschen exotisch sind, auch über ein Vertragswerk dann abbilden kann. Und das, würde ich Ein sagen, gibt Beispiel es noch. dafür, was könnte so was Exotisches sein, was ihr dann da abbilden könnt oder schon habt? Also wir haben es leider nur gedanklich, weil es ist noch nicht so ganz firm irgendwie, wie es in Deutschland funktionieren sollte. Aber wenn man sich jetzt irgendwie ein Musikstück vorstellt und wenn man
jetzt sagt, du bist ein besonderer Fan von jemand und derjenige stellt dir jetzt irgendwie vor, dass er ein Projekt plant und verkauft dir schon mal ein NFT für dieses Projekt und du würdest dann das Anrecht bekommen, dass in Zukunft, lass uns sagen, er hat 40% all seiner Rechte in der Zukunft an diesem zukünftigen Projekt als NFT verkauft, dann würdest du als NFT-Holder, würdest du dann jedes Mal einen Teil seines Revenues der Lizenzgebühren, die er dann von seinem zukünftigen Musikstück einnimmt, irgendwie abbekommen. Und das wäre ganz schön, weil der Fan hätte irgendwie eine Motivation, warum dieses Musikstück überall gespielt werden muss und würde es dementsprechend pushen. Und der Musiker hätte den großen Vorteil, dass er das ganze Stück irgendwie finanziert kriegt und auch noch Fans hat, die ein großes Interesse haben, dass sein Musikstück dann wirklich auch durch die Decke geht. Also das fände ich ziemlich spannend und das kann man auch auf verschiedene unterschiedlichen Verticals dann irgendwie projizieren, wo es immer um eine Vorfinanzierung geht, wo etwas vielleicht mit so einem Revenue Stream zurückkommen kann. Also solche Sachen finde ich spannend und da sollte man schon gucken, dass man dieses Vertragswerk, also wie das Ganze gestaltet wird, jetzt nicht nur on-chain macht. Das Problem ist halt, so ein Smart Contract ist nicht smart und auch kein Contract und der hält auch nicht Bestand irgendwie vor einem Gericht, wenn es jetzt ein Urteil gibt. Also leider noch nicht und dementsprechend muss man hier und da auch mal mit einem Vertrag arbeiten und das machen die meisten, also zumindest habe ich noch keine Plattform gesehen, wo man extra irgendwie einen Vertrag irgendwie zum NFT hochladen kann. Aber das haben wir so konzipiert. Also ihr habt den Fokus auf diese Rechtssicherheit sozusagen und ihr versucht auch schon in die Zukunft zu gucken, was könnte passieren und euch darauf vorzubereiten. Ihr versucht die Gas-Fees niedrig zu halten, indem ihr auf Polygon seid. Ihr versucht die technische Hürde zu senken, indem man mit Credit Card und E-Mail einfach da was machen kann. Und ihr habt dieses Prinzip des White Labels sozusagen. So, das sind so eure wichtigen Punkte. Wenn die Leute jetzt noch mehr über License Rocks wissen wollen, wo finden sie Informationen von euch? Ja, einmal auf unserer Webseite, also license.rocks und .rocks ist wirklich eine Domain. Dann auf Twitter, da findet man uns unter license.rocks zusammengeschrieben. Man kann mir aber auch jederzeit irgendwie eine Mail schreiben, also unter doubt@licenserocks.de, zusammengeschrieben diesmal und mit einer DE-Domain. Und ansonsten sind wir viel in Berlin unterwegs. Also wenn man in Berlin auf irgendein Blockchain-Meetup ist, findet man sicherlich den einen oder anderen von uns. Oder in der Factory. Das sind so die Plätze, wo man uns anfindet. Was Und ist die vielleicht Factory? auch Das muss ich jetzt auf. noch kurz sagen, was die Factory ist. Achso, Entschuldigung, die Factory ist einer der größten Coworking Spaces, darf man nicht sagen, sondern Plätze für kuratierte Innovator aus Berlin. Irgendwie, Alles ich muss klar. mir den Spruch nochmal genau anschauen. Ja, ich packe deine Verbindung natürlich auch unten rein in die Shownotes und dann können die Leute auf dich zugehen. Super. Vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast und uns License Rocks vorgestellt hast. Und ich wünsche dir einen schönen Tag und sag danke, ne? Ja, ich bedanke mich vielmals, dass ich dabei sein durfte und freue mich immer wieder, wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, dass der eine oder andere irgendwie mehr in den Crypto-Space kommt. Darüber würden wir uns natürlich auch Ja. mega freuen. Alles klar. Danke, ciao. Ciao.